Ich war auch viel unterwegs, ich habe viel gekämpft. Das ist natürlich, so kann man sich, glaube ich, am besten Namen machen, einfach viel kämpfen. Und man muss natürlich auch mit Social Media dann Werbung machen. Das ist einfach etwas, was die Sponsoren auch sehen möchten, weil es bringt nichts, dass jemand viel gewinnt, aber keiner sieht es. Und die Leute wollen natürlich dann auch, dass deren Marke da erscheint, dass man, das ist ja eine Werbung. Sponsoring ist ja, man gibt dir was, damit man selber eine Werbung hat. Und deswegen viel kämpfen, im besten Fall natürlich dann auch gewinnen oder wenigstens aufs Podium kommen. Social Media aktiv sein, auch wenn es für mich selber persönlich oft schwer ist. Oft kommen dann Leute von außen und sagen, ey Jan, du musst mal wieder ein bisschen mehr posten oder warum hast du das nicht gepostet und so weiter. Aber da muss man auf jeden Fall aktiv sein, nett sein. Ich meine, Leute wollen Leuten helfen, die nett sind. Und wenn du ein Arsch bist, dann ist das, glaube ich, eher kontraproduktiv. Und ja, so. Und dankbar sein auch für jede Hilfe. Ich habe, glaube ich, das erste Mal einen Sponsor gehabt, damit als Lila-Gurt. Und da war das mehr oder weniger auch so, dass sie mir dann einfach ein Gi gegeben haben. Und wenn ich mal was gebraucht habe, haben die mir halt, keine Ahnung, eine Hose gerissen, haben mir eine Hose geschickt, solche Sachen. Aber für mich, jede Hilfe war für mich, weil es war ganz am Anfang so weit entfernt, so von Jiu-Jitsu irgendwann zu leben. Das heißt, wenn einer sagt, ey, ich schenke dir Jiu-Jitsu-Socken, dann würde ich sagen, oh, geil, dann kriege ich Jiu-Jitsu-Socken und ich muss nichts dafür bezahlen, nur weil ich trainiere, geil. Und ja, und so baut sich dann halt immer eins auf dem anderen auf. Okay, interessant. Das heißt, du hast also auch sehr, sehr klein angefangen, wirklich mal ein Ja, Gi auf jeden angenommen Fall. und dann auch wirklich dankbar, dass ich den Gi haben Ja, darf auf und so. jeden Fall. Und dann mit der Zeit ist das dann halt auch gewachsen. Apropos Vergangenheit, du hast gesagt, du hast mit Anfang 20 angefangen zu unterrichten. Das ist jetzt 7, 8 Jahre her. Ne, man wird nicht jünger, wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich finde das ja immer interessant. Ich habe ja auch vor 7 oder 8 Jahren angefangen, selber zu trainieren. Damals, als ich weiß und blaugurt war, war ja das Level an Jiu-Jitsu in Deutschland war ja ein ganz, ganz anderes. Wenn man da irgendwie in einem internationalen Turnier war und man hat da irgendwie einen brasilianischen Namen gesehen, da hat man eigentlich fast schon gekotzt, weil man ganz genau wusste, Alter, der kennt Sachen. Der macht jetzt Sachen, wo ich nur abkacke und dann hat man versucht, irgendwie alles zu verhindern, um schnell in die Close Guard oder Half Guard zu kommen und von da aus zu passen oder andersrum. Was würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede, als du damals angefangen hast zu unterrichten? Was so die Entwicklung in Deutschland für BJJ anging und was jetzt einfach so ist. Was sind so die größten Unterschiede? Also ich glaube einfach, dass es immer mehr Leute erstens ernst nehmen. Also du siehst schon blau, vielleicht sogar schon Weißgurte, die dann auch wirklich jeden Tag trainieren und sagen, okay, ich will auch mehr Wettkämpfe machen und so weiter. Das heißt, der Fokus wird schon viel früher gesetzt auf Jiu-Jitsu. Dann hat man natürlich durch Internet und unzählige DVDs und alles eine ganz andere Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Was damals auch, wo ich angefangen habe, ging das eigentlich auch. Da gab es auch auf YouTube einige Sachen, aber ich glaube, ich meine, das war ja auch erst der Anfang. Davor mussten die Leute, habe ich Geschichten gehört, wie die jedes Wochenende nach Holland fahren, um dann Armbar aus der Fullguard zu lernen. Und dann wird es die ganze Woche trainiert, bis zum nächsten Wochenende, wenn man wieder nach Holland fährt. Und das heißt, man hat einfach ganz andere Möglichkeiten. Man hat jetzt auch mittlerweile viel mehr Turniere in Deutschland, was auch cool ist. Und ja, die Leute sind halt viel, viel technischer geworden, viel athletischer. Und es gibt weniger Geheimnisse jetzt. Ich meine, ich habe mehrere Blaugurte, die spielen Warm Guard. Und damals war Spider Guard was so atemberaubendes, so unglaublich. Der hat eine Guard, die schwer ist zu passen. Und ja, es wird halt immer professioneller. Ja, ich habe damals auch so angefangen, dass wir also hier in Kassel mit meinem ehemaligen Trainer gab es auch keinen richtigen BJJ-Mann sozusagen. Wir sind dann halt auch immer nach Frankfurt geguckt. Ich war ja auch schon ein, zwei Mal bei dir. Und ja, die Sachen, die man gelernt hat, ich weiß nur, auf YouTube es gab ein paar Sachen, wie du gesagt hast, aber es gab, was heute als Basics gilt, was man heute in den ersten 2, 3 Monaten lernt, war damals hoch angepriesen. Ich weiß nicht, ich habe dann De La Hiva Sweeps, ne? Und dann, oh, De La Hiva Guard, da wickelst du deinen Fuß um das Bein des anderen. Was ist das für eine krasse Sache, ne? Und heute fangen die Two-Stripe-White Belts an mit Birimbolos und so, ne? Was ja auch total krass ist. Als du damals nach Brasilien geflogen bist,
Als ich da war, war das auch für mich eine gute Erfahrung. Was meinst du, war der größte Unterschied im Training selber zu dem, was du immer bis jetzt in Deutschland erlebt hast? Einfach die Trainingsmentalität, dass die Leute, hauptsächlich die Wettkämpfer, halt immer hart trainiert haben. Mhm. Und was für mich, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt war, der sich in meinem Kopf dann geändert hat und was mich dann auch später bis heute viel begleitet und einfach sich das bewusst zu sein ist, dass man auch Verletzungen passieren und dass man mit den meisten Verletzungen oder mit vielen, nur weil es ein bisschen wehtut, heißt es nicht, dass du unbedingt sofort eine Pause machen musst, und, sondern man kann auch um gewisse Verletzungen drumherum trainieren und es ist möglich und auch das kann Vorteile mit sich bringen. Ich meine, wenn die rechte Hand verletzt ist und man mehr die linke benutzen muss, dann wird man auf der Seite auch stärker. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr große Sache, die mir weitergeholfen hat und natürlich halt auch das Trainingspensum. Also die Leute trainieren mehr, die Leute trainieren härter. Und es war eigentlich auch genau das, was ich gesucht habe. Ich wollte einfach Gas geben und ja, konnte man dort sehr gut. Okay, und jetzt sind wir schon beim Mindset angelangt fürs Training. Hast du da ein bestimmtes Mindset für dein Training, wo du sagst, okay, wir machen jeden Tag Pohada oder ab und zu auch mal Flow Roll, ein guter Mix, oder wo du sagst, nein, ich habe das damals so und so erfahren und ich ziehe das jetzt auf jeden Fall weiter so durch? Oder sagst du, vielleicht kann man das in Deutschland gar nicht so umsetzen wie in Brasilien? Ne? Ja, also ich würde sagen, dass sich das sehr verändert hat über die letzten Jahre. Damals war jeden Tag Pohada. So, das war mir früher sehr, sehr wichtig und jeder, der irgendwie ein bisschen rumgenörgelt hat, wurde direkt ausgeschaltet so in meinem Kopf und ausgeblendet. Du setzt dich raus, ja, Loser, genau, so, die Erwachsenen trainieren gerade, wenn du weinen willst, dann setz dich in die Ecke. Aber mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich hab verstanden, dass es nicht jeder als Leistungssport sieht. Und außerdem habe ich auch verstanden, dass nur Pohada auch nicht unbedingt so gut ist, sondern dass halt auch die Mischung macht es halt. Es ist wichtig, auch mal nur zu drillen oder sogar mal ein bisschen Flow Roll zu machen, sich gewisse Ziele zu setzen im Training. Zu sagen, okay, heute darf ich nur vom Rücken aus, also ich muss den Rücken von den Leuten nehmen, weil sonst zählt es nicht. Wenn ich es nicht schaffe, habe ich die Runde in meinem Kopf verloren. Oder vielleicht selber auch mal in eine schlechte Situation kommen lassen, um das zu trainieren. Und es ist, wie gesagt, das ist die Mischung. Also bei uns ist es so, dass wir dreimal die Woche hauptsächlich Technik machen. Natürlich wird auch gerollt, aber das ist dann nicht der Fokus. Und dann zweimal die Woche mehr gerollt wird, einmal mehr Positionssparring. Wir haben dann immer ein Thema in der ganzen Woche. Dann machen wir Positionssparring aus dieser Guard oder wie auch immer, aus dieser Situation. Und an einem Tag wird dann hauptsächlich frei gerollt. Also, dass man halt so ein bisschen alles hat, dass wenn man jeden Tag trainiert, dass man, dass alles gedeckt wird. Okay, und wenn du dich für Wettkämpfe vorbereitest, mit welchem Mindset gehst du in dein Training und trainierst du dann auch mit den anderen genau das Gleiche mit? Das heißt, du trainierst dann auch diese Guard in dieser Woche mit oder machst du noch zusätzlich noch irgendwie was anderes? Ich versuche immer zusätzlich noch ein bisschen was anderes zu machen. Ja. Ich gehe relativ viel laufen, ich mache Krafttraining, das sowieso. Einmal, damit ich mich weniger verletze, für die Ausdauer, alles Mögliche halt. Ich drill dann ein bisschen mehr, wenn ich kämpfe. Versuche ein bisschen mehr zu drillen, je nachdem, ob ich Gewicht machen muss, halt auch Speed-Drills. Aber ja, das Rollen ist halt dann ein bisschen intensiver. So, ich lasse dann weniger zu, ich versuche mehr zu submitten, das Pensum ein bisschen oder die Intensität ein bisschen weiter oben zu halten. Ich versuche selten Pausen zu machen, aber halt dann gar keine Pausen und solche Dinge. Obwohl sich jetzt auch ein bisschen geändert hat. Damals war das so, dass ich bis zum Tag vor dem Turnier noch trainiert habe. Und wenn ich es mal nicht gemacht habe, dann bin ich mental durchgedreht. So, scheiße, ich habe heute nicht trainiert, ich bin schlecht geworden. fuck. So, dass ich sogar als Blowgurt meine Mutter ab und zu zum Drillen genutzt habe. Ich habe früher Benimbolo gemacht. Frau. Und dann hat den Tisch zur Seite und auf dem Teppich habe ich dann Benimbolos mit meiner Mutter gedrillt. Aber jetzt mittlerweile ist es ein bisschen, versuche ich jetzt auch mal eine Woche eine Pause zu machen und danach einfach nur den Rhythmus zu halten, wenn ich Gewicht machen muss, einfach zu schwitzen. Und